Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Admiral. In der vierten Runde der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft der unter 14-Jährigen traf die Ländle-Auswahl ganz in Rot auf dem Kunstrasen des Herrnried-Stadions auf die Alterskollegen aus Niederösterreich. Flotter Beginn, offener Schlagabtausch, von Abtasten keine Spur. Beide Teams drückten von Beginn weg aufs Tempo, waren auf einen frühen Führungstreffer aus. Und die Ländle-Elf hielt die Partie gegen die körperlich stärkeren Gäste durchaus offen. Die Niederösterreicher hatten vor allem bei Standardsituationen der Ländle-Elf ihre liebe Not. So kratzte in der 18. Spielminute Alraun nach einem Ländle-Eckball die Kugel von der Linie. 5 Minuten später verzieht Ländle-Angreifer Gassner aus aussichtsreicher Position. Die Defensivabteilungen beider Teams lassen im ersten Spielabschnitt keine Gegentreffer zu und so geht es mit einem gerechten 0:0 in die Pause. Zu Beginn des zweiten Durchganges überschlagen sich die Ereignisse. 45. Spielminute, Foul-Freistoß Niederösterreich, Ländle-Keeper Fonach kann das Leder nicht festhalten, Hott ist zur Stelle und bringt die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später aber schon der Ausgleich. Rusch zieht rechts durch, flankt ideal auf Moosbrugger und der netzt im zweiten Versuch unter Mithilfe von Gäste-Tormann Kirchmeier zum 1:1 ein. Beide Teams spielen weiter nach vorne und nur kurze Zeit später klingelt es erneut im Kasten der Ländle-Elf. Burger packt am 16er den Hammer aus und drischt die Kugel zum 2:1 für Niederösterreich unter die Latte. Die Ländle-Elf ein wenig geschockt, muss in der 56. Minute den nächsten Verlusttreffer hinnehmen. Hocic tankt sich über rechts durch, zieht ab und die Kugel senkt sich über Fonach zum 3:1 für die Gäste ins Netz. Damit ist zumindest die Vorentscheidung in dieser Partie gefallen. Zwar gelingt der Ländle-Elf in der 68. Spielminute durch einen von Kapitän Milojevic sicher verwandelten Foul-Elfmeter noch der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Die Gäste aus Niederösterreich fahren mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause, während unsere Elf mit leeren Händen dasteht. Also in der ersten Halbzeit haben wir einfach nicht die Zweikämpfe angenommen und da waren sie einfach mit dem Kopf schneller dran wie mir und das müssen wir nächstes Mal besser machen und von Anfang an dabei sein. Die zweite Halbzeit? Da sind wir nach der Halbzeit haben wir ein blödes Gegentor kassiert und haben das Überzahlspiel nützen müssen, haben es aber leider nicht gemacht und sind spät aufgewacht und leider hat es nicht gereicht.